Frau sein und ich möchte aber auch, dass der Mann Mann bleibt. Und deswegen bitte nicht schminken, auch nicht die Augenschatten abdecken. Das ist auch schon schminken. Und auch nicht die Wangen irgendwie betonen oder so. Schmiert euch morgens irgendeine Creme ins Gesicht und ganz ehrlich, es ist völlig wurscht. Lasst euch nicht, es ist völlig wurscht, was ihr euch ins Gesicht schmiert. Schmiert euch irgendwas ins Gesicht und dieselt euch nicht ein mit dem Parfum und schminkt euch bitte nicht. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Costa Creativa, wer es noch nicht weiß. Herzlich willkommen. Oh mein Gott, ich möchte über ein Thema reden, was mich seit Tagen beschäftigt. Und zwar dieser gute Post von der Barbara Schöneberger. Männer-Make-up, irgendwann ist auch mal Schluss. Hashtag Make-up. Wer das gesehen hat, wer diesen Post gesehen hat und vielleicht auch schon drauf reagiert hat, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hier ist mal meine Meinung dazu. Barbara hat sich in ihrem Video ganz klar darüber geäußert, dass ein Mann in ihren Augen kein Mann mehr ist, wenn er sich schminkt, wenn er sich die Augenschatten abdeckt oder wenn er sich zu sehr mit Parfum eindieselt, die Hose lustig hochkrempeln ist gerade noch okay, aber da hört es dann auch auf, irgendwann ist Schluss. Zitat Ende. Barbara, what the fuck? Was ist denn los bei dir? Ich will mich auf jeden Fall ganz klar von dem ganzen Hass und den Beleidigungen distanzieren. Mein Gott, ja, man muss aber dann nicht ausschweifend werden nach so einer Aussage. Ich kann aber die Frustration verstehen. Barbara beleidigt und diskriminiert hier eine ganze Generation. Eine Generation an Leuten, die sich suchen, die sich vielleicht gefunden haben, an Leuten, die sich kreativ ausleben, an Menschen, die nicht der Norm entsprechen. Und dann kommt Barbara und haut die alle mit der Keule weg. Ich verstehe einfach die Welt nicht mehr. Ich habe so lange gebraucht, um mich zu finden, um eins mit mir zu sein, um mich wohlzufühlen in meinem Körper, in meinem Ich, mit meiner Seele und mit meinem Charakter. Und dann so eine Aussage von jemandem, von dem ich so viel gehalten habe früher und der so eine Reichweite hat und so einen Bekanntheitsgrad in Deutschland und von der ich eigentlich Reife und Verständnis und Intelligenz erwarte und nichts davon ist irgendwie vorhanden. Wie kann man sowas sagen, Barbara? Was ist da los? Das ist Schminke, die kann ich abnehmen und abwaschen, wegwerfen und dann ist wieder gut. Diese Nägel, die kann ich abnehmen. Wie bitte macht mich das zu einem Mann, der weniger wert ist oder zu einfach weniger Mann? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das eine, schwul sein ist eine Sexualität. Das ist nicht mein Ich, das ist nicht mein Charakter, das ist nur eine Sexualität. Das übt man im Schlafzimmer aus und dann macht man die Tür zu und dann ist gut. Und das andere ist kreative Findung und Schöpfung und Kunst. Und ich verstehe null, was das mit den Geschlechterrollen zu tun hat. Wir kämpfen seit Jahren, gibt es Menschen, die auf der ganzen Welt dafür kämpfen, diese Gender Roles aufzubrechen. Leuten zu zeigen, dass man mehr sein kann, dass man alles sein darf. Frauen dürfen wählen. Nein heißt Nein. Ein Komet hat die Dinosaurier getötet. Wir sind einfach schon viel weiter als das. Ein Mann ist doch nicht weniger Mann, wenn er sich schminkt oder verfickt sich mit zu viel Parfum eindieselt. Barbara, hör dir mal zu. Ich weiß nicht, wie lange du nicht mehr draußen warst, aber wir sind in einer neuen Welt, in einer neuen Generation. Wir sind die Millennials. Wir haben keinen Krieg miterlebt und wir finden uns selber und wir schaffen uns und wir entwickeln ganz neue Facetten. Und diese Stereotypen von früher, Mann ist so, Frau ist so, Mädchen küsst Junge, Junge, keine Ahnung, macht mit Pferd. Barbara, das gibt es nicht mehr. Wir leben nicht mehr in so einer Welt. Und ich bin auch mehr als froh darüber, nicht mehr in so einer Welt zu leben, in der du scheinbar aufgewachsen bist. Denn was ist das? Wenn Leute mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe, dafür gehe ich arbeiten. Da kriege ich mein Geld und da kann mir gerne einer sagen, was ich machen soll. Aber doch nicht in meinen
in meiner Selbstfindung, in meiner Freizeit, in meinem, mit meinem Charakter und womit ich mich wohlfühle. Wenn ich mich schminke, dann schminke ich mich. Wenn ich mich mit Parfum eindieseln will, dann mache ich das genauso. Dadurch fällt mir nicht mein Schniedelwurz ab. Ich hoffe, dass du realisierst, was du damit gesagt hast, was du da getan hast und wie viele Menschen du damit potenziell verletzt hast. Und dann drunter zu schreiben, das war nur frech geäußert, wenn wir jemanden beleidigt haben, dann tut uns das leid. Nee, Bullshit. Guck dir die inzwischen fast 32.000 Kommentare an, meine Liebe. Die Leute sind sauer. Geh darauf ein. Reagier mal. Was ist los? Ich habe noch keine Story gesehen. Ich habe keinen Post gesehen. 30.000 aber doch genug. Und da war tatsächlich alles dabei von Vergleichen zu... Ich raste aus. In genau diesem Moment finde ich ihr Statement. Muss ich mich natürlich zu Wort melden, weil das ist selbstverständlich nicht die Schublade, in der ich stecken möchte. Sollte ich mich missverständlich ausgedrückt haben, ich habe nicht die Jungs gemeint, die sich regelmäßig schminken, die bunt sind, die ihre Individualität ausdrücken wollen. Die waren definitiv nicht gemeint. Ich habe eher so ein bisschen über die gesprochen, die ich früher gedatet habe. Ausgerechnet in dem Video finde ich ein Statement von Barbara, was sie wann gepostet hat? Vor 7 Stunden. Fast eine Woche nach ihrem Männer-Make-up irgendwann ist auch mal Schluss-Video. In ihrem Statement dazu hat sie sich nicht entschuldigt. Sie hat sich ein bisschen erklärt, was für Männer sie meint, und zwar die, die sie datet. Aber auch denen vorzuschreiben, was die zu tun und zu lassen haben, ist Und du sagst selber, Barbara, in deinem Statement, dass du jetzt dein Statement dazu abgibst, weil dein Video Ausmaße erreicht hat, beziehungsweise die Kommentare darunter, die dir gruselig wurden. Was also tust du? Nix. Du gibst dein Statement dazu ab. Schon nach einem Tag war klar, dass Barbara viele Menschen verletzt hat. Und jetzt, nach knapp 32.000 Kommentaren, sagt sie, ihr Schwuppen seid doch gar nicht gemeint, sondern die Männer, die ich date. Was ist das? Das macht es nicht besser. So, bei dem einen kritisierst du ja Männer, die sich schminken. Ich kenne so viele Typen, die sich schminken, weil sie aus Unsicherheiten Pickel abdecken oder ihre Augen ein bisschen aufhellen oder Unreinheiten verdecken oder Rötungen kaschieren wollen. Das ist nicht okay. Lass doch jeden einfach er selbst sein. Was ist... Oh Gott, ich kann mich nur reinsteigern. Gut, ich will das Ganze mal hier abschließen. Ich bin tierisch sauer. Ich find's traurig, dass es Leute mit so einer Reichweite gibt, die immer noch null Auffassungsgabe haben und nicht gerafft haben, dass wir inzwischen in 2019 leben, im 21. Jahrhundert, wo es nicht mehr nur schwarz oder weiß gibt. Ich hoffe einfach, dass die Welt sich weiter ändert. Sie ist nämlich gerade auf einem echt guten Weg. Ich hatte vor kurzem erst das Vergnügen, mit vielen Jüngeren zusammenzuarbeiten. Und da war einfach, mir kam 0,000 Homophobie entgegen. Nichts. Die waren so locker und offen. Und man konnte Späße machen. Und das war kein Problem, zusammen baden zu gehen oder duschen oder sonst was. Da wurden nicht mal Seifenwitze gemacht. Und ich wurde sogar mehrfach gefragt, ob ich schwul bin, aber nicht, weil ich mich schminke, sondern weil ich irgendwelche schwulen Sachen gesagt habe. Und die Schminke wurde gar nicht in Verbindung gebracht mit meiner Sexualität. Und warum auch? Das ist alles, das kann alles inzwischen aufgebrochen werden. Ich kenne sogar Leute, die sich so schminken und trotzdem in einer sehr, sehr glücklichen Mann-Frau-Beziehung leben. Lasst uns diesen Weg, auf dem wir gerade sind, beibehalten. Gender Roles weiter aufbrechen und mehr Verständnis dafür entwickeln, dass das hier nicht mein Charakter ist, dass das mich nicht bestimmt und dass mich das in meiner Sexualität oder in meiner Männlichkeit nicht einschränkt oder bemindert. Das ist nur Schminke und mehr nicht.